Und als letzte Rednerin würde ich gerne die Antea von der Interventionistischen Linke gerne auf die Bühne bitten. Antea, hier ist dein Applaus. Hallo, vielen Dank. Es ist schön zu sehen, dass heute so viele Leute auf der Straße sind. Und es ist schön, dass endlich wieder was passiert. Die Bewegungen gegen Rassismus in den letzten Monaten sind deutlich sichtbar geworden. Die Farbe Orange ist ein Symbol. Das Symbol einer Bewegung, die unter dem Stichwort Seebrücke gegen das massenhafte Sterben an Europas Grenzen protestiert. Die Seebrücke ist Teil einer europaweiten Bewegung, die sich gegen die mörderische Abschottungspolitik stellt. Sie sind heute hier, genauso wie Welcome United, die mit Zehntausenden vor 2 Wochen in Hamburg mit einer großartigen antirassistischen Parade auf der Straße waren. Die Parade in Hamburg steht in einer langen Tradition migrantischer Kämpfe, die sich alltäglichen Rassismus und Entrechtung nicht bieten lassen. Und es sind diese Kämpfe, die Hoffnung machen. Hoffnung, dass wir den Rechtsruck stoppen können und Hoffnung auf eine ganz andere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der unsere Solidarität bestimmt und nicht der Rassismus von rechts. Diese Bewegungen machen deutlich, Rassismus, das ist nicht nur der rechte Mob, das ist nicht nur die AfD. Rassismus ist tief eingeschrieben in diesen Staat und in diese Gesellschaft. Vom Jobcenter bis zu den Außengrenzen der Festung Europa, von Seehofer bis Maaßen und noch viel weiter. Das beste Beispiel ist der sogenannte Verfassungsschutz. Als hätte das systematische Versagen und Verschleiern des rechten Terrors beim NSU nicht gereicht, wird mit der Verharmlosung rechter Gewalt in Chemnitz gleich weitergemacht. Uns ist klar, dass es hier nichts mehr zu retten gibt. Für uns heißt der Kampf gegen Rassismus aber auch immer der Kampf gegen soziale Spaltung. Gegen Armut, gegen Prekarität, gegen Mietenwahnsinn und gegen Ausbeutung. Vor allem aber stellen wir uns gegen die völlig wahnsinnige Behauptung, die Geflüchteten seien schuld an der sozialen Misere. Die Schuld an explodierenden Mieten oder kaputtgesparten Kitas und Krankenhäusern liegt definitiv woanders. Die Verantwortung liegt in einem System, in welchem Profite wichtiger sind als die Bedürfnisse der Menschen. So zum Beispiel bei der Deutschen Wohnen, die ein gutes Geschäft macht mit unseren Mieten. Die Deutsche Wohnen gehört enteignet. Lasst uns gemeinsam kämpfen für ein gutes Leben für alle. Und zwar für alle, die hier sind und alle, die hier sein wollen. Wir wissen, das gute Leben fällt nicht vom Himmel. Eine solidarische Gesellschaft wird von unten erkämpft. Und dabei sind wir nicht allein. Auf der ganzen Welt streiten antifaschistische und soziale Bewegungen gegen den Rechtsruck. Für mich ist das beste Beispiel die feministische Bewegung. Ob in den USA oder Argentinien, in Polen oder Spanien. Auf der ganzen Welt stehen feministische Bewegungen an vorderster Linie. Nicht nur im Kampf gegen Sexismus und Patriarchat, sondern auch gegen Rechts. Sie stehen auf gegen Ungerechtigkeit und den ganzen kapitalistischen Wahnsinn. Lasst uns Solidarität organisieren. Lasst uns enteignen. Lasst uns streiken. Wir fangen gerade erst an. Vielen Dank.